Ja, ich persönlich finde es ja immer geil, wenn es dann auch klappt. Ne? Wenn man sich so einen Plan zurechtgelegt hat, wenn man jemanden in den April schicken möchte und wenn das dann aufgegangen ist. Und ich würde sagen, das ist mit Ali gestern 100% aufgegangen. Ja, aber es gibt auch ein Motto, du kannst mir natürlich erzählen, dass das jetzt ein Gericht ist. Ali denkt nämlich, ich mache eine Maismuschel mit gedrehtem Faselfleisch, Maya-Art, und schwindligen Grumbeeren. Ich verstehe das ehrlich gesagt gar nicht, wenn man ganz ehrlich. Komm, Ali. Grumbeeren. Was sind denn Grumbeeren? Sind wir bei versteckten Kamera hier oder was? April, April. Es werde ich verarscht. Und dann kriege ich auch noch so wirklich vier tolle Kreationen, die mich wahnsinnig, sage ich jetzt mal, boah, ich bin geflasht von dem Essen. Gut. Dann gibt's hier Radieschen. Eine schlechte Radieschen-Pesto. Habe ich noch nie gemacht. Also selbst wir Profiköche lernen hier bei der Küchenschlacht noch was dazu. Wahnsinn. Da sehe ich keinen Fehler. Wie gesagt, Maishähnchen ist schon mal weiter. Dann bist du dreimal Tagessieger, gut ab. Aber das heißt ja nichts für den nächsten Tag, denn es wird ja alles wieder auf Null gestellt. Ja, ich glaub's irgendwie selber gar nicht. Verrückt, einfach verrückt. Ja, ja, Anja. Dann ist es halt leider vorbei gewesen. Und nur weil das Lammfilet nicht ganz perfekt und gleichmäßig gebraten war. Ja, ich habe die Zeit hier unheimlich genossen. Innerhalb von 3 Tagen sind wir hier zu Freunden geworden. Und ich drück allen dreien jetzt, die übrig geblieben sind, die Daumen. Halbfinale? Halbfinale. Ja, traurig aber wahr, es geht den Menschen wie den Leuten. Der Jörg hat zwar den 2. Platz gekocht gestern, aber über Nacht hat sie ihn erwischt, Magenschleimhaut. Natürlich von dieser Stelle, ich hoffe, sie erreichen dich, die besten Genesungswünsche. Und es wäre schön, wenn man sich trotzdem nochmal wieder sieht hier in der Küchenstadt. Ja, jetzt ist der Tim wieder da. Wer ist schon Phönix aus der Asche, wenn es Tim von Loh gibt? Und es ist toll, wenn man immer einen hinter der Theke hat. Ja, ich gebe Gas. Heute Hauptgang und Dessert bei 35 Minuten. Auf los geht's los. An den Endgeräten recht herzlich zur Küchenschlacht. Und wenn der Applaus hier bei uns im Studio gleich ein wenig abebbt, dann werde ich auch den Countdown starten. Denn wir haben Halbfinale. Das heißt, 3 Kandidaten versuchen ins Finale zu kommen mit 2 Gerichten. Und ich sage, an die Töpfe, fertig, los geht's. Guck mal. Ja, so ein bisschen Anspannung ist zu spüren. Und ich finde ja diesen Donnerstag, 35 Minuten für 2 Gerichte, das machen wir hier in der Küchenschlacht seit über 11 Jahren. Wirklich sehr, sehr, sehr anstrengend. Denn man muss auch beim Anrichten so eine gewisse Strategie haben. Es müssen 2 Gerichte vorne auf den Juroren Platz. Und apropos Juror, der fehlt ja noch in dieser Runde. Heute kommt ein Mann aus Wernigerode. Ich sag, Mütter, schnallt die Töchter an. Es kommt Robin Peach zum Verkosten. Jo, dann würde ich sagen, beginnen wir doch mal dieses muntere Treiben mit einem Mann, den ich sehr herzlich begrüßen möchte. Ich muss nur ganz kurz noch eine Überleitung schaffen, denn eigentlich wäre ja der Jörg qualifiziert gewesen für das Halbfinale. Aber den Jörg hat es über Nacht erwischt. Der hat eine Magenschleimhautentzündung an dieser Stelle. Die besten Genesungswünsche. Und man sieht, dass es sich auszahlt, wenn man einfach ein bisschen bei uns im Publikum verharrt. Er ist wieder aus der Versenkung nach oben gekommen. Und ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, lieber Tim. Danke. Schön, dass du da bist. Hallo. Vielleicht für die Zuschauer, die das nicht so jetzt gecheckt haben im Verlauf der Woche. Verzeih mal, du bist am Dienstag ausgeschieden? Genau, ich habe Dienstag gekocht, bin leider ausgeschieden. Und ja, dann war ich halt noch hier, weil mir das so gut gefällt. Und der Jörg, der ist leider krank geworden. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, habe einen Tag Urlaub jetzt gehabt, jetzt bin ich wieder fit. Sehr gut. Spricht natürlich auch so ein bisschen dafür, dass man sich hier bei uns in der Gästebetreuung und hinter den Kulissen sehr wohlfühlen kann. Ja, mega. Das ist dir gelungen und jetzt darfst du den Platz wieder auffüllen. Hast aber heute eine schwere Aufgabe, wie ich finde. 2 Gerichte. Und jetzt verrat mal bitte, was es gibt. Es gibt eine honigglasierten Lachs mit einer Mango-Avocado-Salsa. Das ist dein Hauptgericht? Genau. Und als Nachspeise gibt es eine Schwarzwälder Kirsch 2.0. Oh. Da verraten wir noch nicht so viel. Ja, ja.
Wir können uns das aber mal anschauen. Jawohl. Also, das ist Schwarzwälder Kirsch 2.0. Genau. Jetzt habe ich mal so eine Frage an dich. Du bist ja noch so ein junger Kerl. Ja. Woher kommt dieses 2.0 eigentlich? Das habe ich mir mal ausgedacht. Beziehungsweise ich hatte keinen Bock, diesen Schoko-Biskuit zu machen. Da habe ich mir überlegt, was könnte ich alternativ nehmen. Du hast es erfunden. Ich sehe das überall mittlerweile. Auf jeder Speisekarte fast steht irgendwie drauf, Rinderrouladen 2.0. Ach so, ja, das 2.0, das habe ich mir ausgedacht, weil das ist halt kein klassischer Schwarzwälder Kirsch. Und es muss ja auch dann passen, ne? Du hast das also erfunden, die 2.0? Genau. Also die 2.0, das kommt von mir. Kommt von dir? Ja, hier. Hier ist er, der Erfinder, Tim von Loh. Alle haben es nur nachgemacht. Ja, das ist traurig, aber wahr. Hast du meine Frage inhaltlich gerade verstanden gehabt? Nö. Ja, okay. Wie man mit der Antwort merkt, wahrscheinlich nicht. Du machst mich fertig, Junge. Ach, echt, ohne Witz. Aber pass auf, wir haben natürlich auch noch dein Hauptgericht, was wir uns anschauen können. Hier ist der honigglasierte Lachs. Jawohl. Vom Garpunkt her, wie wird er sich gleich präsentieren? Der ist hinten glasig, aus knusprig. Und dann sollte das laufen. Und Schwarzwälder Kirsch 2.0 vom Erfinder der Bezeichnung 2.0. Lass ich mir gleich erklären. Zuallererst sage ich toi toi toi, mach das Beste draus. Danke. Ich gehe eine Position weiter. Und nehme mir natürlich jetzt ein bisschen Zeit, Ihnen diese Kandidatin noch einmal vorzustellen. Denn sie hat bis jetzt jeden Tag mit ihren 24 Jahren den Tagessieg davongetragen. Du hast dich sozusagen in mein Herz gekocht, weil ich finde es fantastisch, wie du kochst. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen, liebe Jana. Hallo. Wenn du jetzt zurückblicken würdest auf deine Woche Küchenschlacht, wie war das bis jetzt? Ja, verrückt. Warum? Also ich habe niemals damit gerechnet, dass es so krass wird. Ja, aber es ist doch ganz gut geworden. Ja, total. Total schön. Super. Jedes Mal der Tagessieg heißt natürlich auch, für dich ist der Druck jetzt vielleicht so ein bisschen am größten. Denn heute ist alles auf Null gesetzt. Ja. Und auch du musst zwei Gerichte abliefern. Verrat mir bitte, was ist dein Hauptgang und was ist dein Dessert? Ich mache ein karamellisiertes Wurzelgemüse mit Kalbsfrikadelle und Estragon-Senfsoße. Und ein Vanillepudding mit Orangensalat. Vanillepudding? So richtig einen gekochten Vanillepudding? Ja. Wow. Wir können uns das anschauen. Du hast dich akribisch vorbereitet. Das ist Vanillepudding. Ja. Auch hier finde ich den Teller wunderschön. Du hast aber da diesen Orangensalat. Was ist denn da noch dabei? Da ist noch Minze und Pistazien. Minze und Pistazien. Dabei, ja. Und Frikadellchen. Wie kommst du auf Kalbsfrikadellchen? Ich finde es einfach, also ich finde Kalbfleisch einfach geil. Und ich finde, es schmeckt ein bisschen feiner irgendwie. Klingt nach einem Plan. Daumen sind gedrückt. Mach das Beste draus. Toi, toi, toi. Und dann machen wir den Reigen mal komplett, indem ich unseren Beauty-Junkie für diese Woche begrüße. Thomas Neumann an meiner Seite, herzlich willkommen. Hallo zusammen. Thomas. Ja. Für dich lief es eigentlich auch ganz gut bis jetzt, ne? Ja, ich bin sehr zufrieden. Alles gut, ja. Wunderbar gelaufen bis jetzt. Noch nie so richtig gezittert? Ja. Naja, bei der letzten Runde war es ein bisschen knapp. Bisschen. Ja, bei Ali. Aber du stehst zu Recht jetzt hier, ja. Hast einen Hauptgang und ein Dessert dabei. Und zwar was? Also ich fange mit dem Dessert an. Ich mache eine Leipziger Lerche mit einer Sabayone. Oh. Das ist ein kleines Blätterteiggebäck mit einer Marzipanfüllung. Und als Hauptgericht mache ich einen Lammrücken bzw. Lammlachs mit auf würzigen Rahmgemüse und Polenta. Gucken wir uns doch mal zuerst deinen Hauptgang an. Das sieht sehr schön aus, wenn du mich fragst. Ja. Super Garpunkt. Ist da ein Sößchen irgendwie dabei? Nee, das, dieser Würsing ist ja mit, wird ja mit Sahne noch so ein bisschen. Und das ist dann die Soße das und so die Flüssigkeit. Genau, Rahmwürsing, genau. Okay. Mhm. Und jetzt bitte schauen wir uns an die Leipziger Lerche. Und da gibt es ja eine tolle Geschichte zu diesem Dessert. Da sehen wir es, wir können es erahnen. Mhm. Kennst du den Hintergrund der Leipziger Lerche? Ich habe heute schon mal sowas gehört, ja. Erzähl wie mal. Wie das früher war. Ob ich das jetzt genau richtig weiß. Früher wurde ja 1850 wurden wirklich in Leipzig Lerchen gegessen. Die wurden gefüllt und umwickelt mit Speck und dann, korrigiere mich bitte, wenn es ja, nicht richtig ist. Das ist ziemlich nah dran. Ja. Vielleicht sollten wir erstmal definieren, dass diese Lerchen mit E geschrieben wurden. Ich habe eben schon so ein paar Fragezeichen im Publikum gesehen, wo die Leute denken, was, die haben Bäume gegessen? Nein, es geht um den kleinen Vogel. Ja. Die wurden dann umwickelt. Ja. Und dann wurden sie mit Garn zusammengebunden und dann entstand obendrauf so ein Kreuz. Mhm. Und dieses Kreuz ist jetzt symbolisch
auf den Blätterteig draufgekommen. Okay. Und das sollte auf alle Fälle auch sichtbar sein. Denn ich könnte mir vorstellen, dass der Robin die Geschichte zu diesem Dessert kennt. Ja, ja, denke ich. Also, auch. 6 tolle Gerichte. Auch für dich gilt das Gleiche wie für alle anderen. Mach das Beste draus. Danke. Ich drück dir die Daumen, dass du es schaffst. Dankeschön. Ins Finale. Danke. Ich mache mir gar keine Sorgen bei dir. Nee. Das ist gerade ziemlich eklig, was wir machen. Du benutzt eine Salzmühle mit Frikadellenhänden. Ja. Das ist beim Kochen so. Aber auch da gibt es ja einen super Trick. Ja? Nach dem Würzen der Masse muss man sich einfach kurz die Hände waschen. Ja, okay. Danach! Du musst jetzt noch. Danach! So. Musst du eh noch Pfeffer reinhauen. Ach oder ist so, schon, danach! Ja. Das sollte jetzt auch so ein kleiner Witz sein, einfach Ach nur. So. Gelingt nicht immer. Mist. Okay, die klassische Frikadellenmasse. Erklär mir ganz kurz, was ist bis jetzt reingekommen? So ein altes Brötchen habe ich in Milch eingelegt, ausgedrückt. Ein Ei, Petersilie, ein bisschen Senf, Salz, Pfeffer, Zwiebeln. Schalotte. Ja. Wunderbar. Und jetzt kann man, wenn man den Salzgehalt der Frikadelle bestimmen möchte, sowas Ähnliches machen, was der Thomas Anfang der Woche gemacht hat. Mhm. Der hat einfach ein kleines Stück davon gebraten und dann probiert. Denn die Masse schmeckt jetzt kalt ein bisschen anders immer als dann, wenn sie warm später gebraten ist. Aber okay. Ich sag auch immer hier, Mut zum Würzen, das ist ganz wichtig. Kann bestimmt noch was ran, ne? Mhm. Sehr gut. Und dann machst du Step für Step, brätst sie auch gleich, ne? Mhm. Gut. Tim? Jo, hier ist einer. Kannst du mir mal so ein Dings besorgen? Was darf ich dir besorgen? Gerne. Danke, alles schon da. Oh, Scheiße. Es ist ganzheitliches und ganz körperliches Kochen hier. Du hast jetzt was gemacht? Ich habe, ich sehe es. Genau. Wie heißt das? Kirschwasser genommen. Dann habe ich, wie heißt denn das? Das ist der Kirschsaft. Nein, nein, der Kirschsaft. Meine, dieses weiße Zeug da hinten zum Abbinden. Schnäppchen. Ja, auch. Aber. Ach so. Stärke. Stärke. Genau. Hier, du hast Profi. Stärke angerührt. Genau. Ah. Das ist aber so modern mit diesem 2.0. Da kommt kein Mensch drauf. Stärke angerührt. Hast du jetzt den Kirschsaft damit abgebunden? Genau. Das lasse ich nochmal aufkochen. Und von der Konsistenz her bist du zufrieden? Ja. Sollte laufen. Und ist da auch schon Schnäpschen drin? Ja, sicher. Das habe ich mit der Speisestärke habe ich das aufgerührt. Und du bist aber nicht am Schwitzen. Ich? Nee. Läuft, ne? Ja, ist alles gut. Du hast eine wunderschöne Schürze an. Wir haben dich wunderbar zurechtgeputzt. Heute mal kein Rosa. Alles gut. Toi, toi, toi. Und zum Thema Schwitzen. Mal kurzen Blick. Es ist ja einfach so, dass die Luft hier oben ein bisschen heißer ist als hier unten bei mir. Ganz schön. 2 Meter auf Sohle bist du ja groß. Du bist gewaltig am Schwitzen, Thomas, ja? Ja, ja. Ja, ja. Das hatten wir doch erst. Fängst du jetzt auch damit an? Ja, nein. Also, Wacken du, ja, nein. Ja, es ist okay. Es ist dann von der Temperatur warm, aber bei mir ist es sowieso immer warm. Ich bin nicht so ein Frierer, ne? Nee, sieht man dir auch an. Gut, gut. Pass auf. Ja? Ich habe jetzt mal kurz zurück zum Fachlichen hier. Ja. Sehe ich diese schönen Lammlachse. Mhm. Die haben jetzt noch keine Farbe. Nein, ich weiß, ich habe zu viel Fett reingetan, ne? Richtig. Warte mal, ich würde das schnell in den Kühlschrank tun. Du könntest jetzt. Oder frage ich mal anders. Was für ein Fett hast denn du benutzt? Butterschmalz. Butterschmalz. Ja. Das ist eigentlich ganz gut, weil das kann man ja hoch erhitzen. Ne? Aber es ist zu viel. Und ich würde dir empfehlen, das nicht in Ausguss zu schütten. Auch ein super Tipp für... Okay. Ich habe manchmal das Gefühl, so, ich erzähle was oder ich frage euch was und ihr... Hört wir sind, überhaupt wir sind gar nicht zu. Dabei ne, bei der nee. Sache, ja. Was okay. habe ich gerade gesagt mit dem Fett? Ich würde es dir empfehlen, nicht in den Ausguss zu schütten. Ja. Ich hab's gehört. Mhm. Aber hören und machen sind auch noch mal zwei ja. Schuhe, ne? Für zu Hause vielleicht an dieser Stelle, falls mir irgendjemand auf dem Sofa zuhört, so altes Fett kann man am besten wunderbar in einem Schälchen sammeln. Und dann kann man das auch fachgerecht entsorgen. Der Abfluss geht einfach irgendwann mal in die Knie. Und so viel Spülmittel kannst du gar nicht hinterher schütten, damit sich das Fett da drinnen nicht festsetzt. Deshalb Fett nicht in den Abfluss. Und jetzt hast du was sehr Schönes gemacht, finde ich. Jetzt ist hier Thymian und Rosmarin dazu. Und jetzt würde ich dir empfehlen, eine Flocke Butter damit reinzuschmeißen. Ich wollte nur ein bisschen warten. Geht das? Dass es noch ein bisschen brauner wird. Ich sage ja nur, was ich dir empfehlen würde. Ja. Weil die Butter hat nämlich einen Effekt.
Die Butter bräunt jetzt gleichzeitig auf. Dann geht das gleich los, ja. Denn es soll ja rosa bleiben, das hast du ja so präsentiert. Ja. Und es könnte aber gerne noch so ein bisschen von dieser Brataromatik abkriegen. Butter im Kühlschrank. Eine Messerspitze Butter mit dazu. Könntest du mal nach den Lärchen gucken? Nach den Lärchen? Ah ja, genau. Butter habe ich jetzt wieder nicht. Oh, Joe, komm mal, oder Martin, komm mal mit. Hier, wunderschön sehen die aus. Die sind super. Ja, perfekt, 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 perfekt. Geiler kann das nicht sein. Die laufen oben wunderbar aus. Das Ei treibt noch ein bisschen. Und der Blätterteig ist auf alle Fälle angebacken. Das heißt, ich kann dir jetzt den Gefallen tun. Ein Stück noch. Ich gehe mal runter mit der Temperatur, ja? Ja. Auf wie viel darf ich denn? 160. Ich hätte sie gerne noch ein bisschen luftig drin, dass es nicht so ganz fest durchgebacken ist. Leipziger Lärcher. Ich habe Koch und Konditor gelernt. Und ich werde es nie vergessen, wie viele Leipziger Lärchen ich dort in meiner Konditorlehre machen durfte. Und man sollte auf jeden Fall, das werde ich nie vergessen, die Form, wo drin man das backt, ordentlich ausfetten. Am besten auch noch ausmelieren, weil ich kenne das. Dann bleibt das auf einmal da drin kleben und dann bekommt man das nicht mehr schön raus. Das sieht gut aus. Hast du die Form ausgebuttert? Nee, das sind so kleine Helfer drin in der Form. Ah, das sind so Papiertassen. Genau. Okay, dann gucke ich mal jetzt bei Jana, was passiert ist. Ich habe nämlich eben schon Vanille gesehen. Mhm. Ja. Was ist denn das? Ich habe das umgedreht. Du hast es umgedreht? Ja. Oder hast du es einfach so ein Branding-Hit drauf gemacht? Nee, nicht von mir. Das ist nicht von dir. Du hast dein Arbeitsbrett sauber gemacht. Ja. Ey, du bist so cool. Darf ich das sagen? Arbeitsbrett sauber machen, der schnellste Weg von so zu so, ist die beste Methode, um das Arbeitsbrett sauber zu machen. Aber es gelingt leider nur ein einziges Mal. Jetzt habe ich sie ein bisschen durcheinander gebracht, aber ich baue es hier wieder auf. Das heißt, Hauptgang ist abgeschlossen. Ja. Das ist jetzt die Dessertseite. Mhm. Du hast es wirklich gut gemacht, weil das sollte man wirklich machen. Du hast hier eben Zwiebeln geschnitten und wenn du jetzt da drauf anfängst, die Vanille auszukratzen, dann schmeckt das irgendwie alles nach Zwiebeln. Genau. Also von dem her alles richtig und in der Kühlschacht dürft ihr euch auch so richtig austoben. Das finde ich voll cool, diesen Move. Jetzt machst du Pudding. Ja. Beschreib mir mal, wie du den Pudding machst. Ich koche Milch auf mit Vanilleschote. Mhm. Und mache hier ein bisschen Eigelb mit Sahne und Stärke. Das rühre ich dann da rein. Und Zucker. Das ist ein gekochter Vanillepudding. Mhm. Eine Prise Salz. Hast du davon schon mal gehört, dass man das gerne mal rantut immer an sowas? Das habe ich sogar schon mal gemacht. Ja. Hast du schon gemacht? Ja. Sehr gut. Dann hast du es auch richtig gemacht. Und jetzt ist die Frage des Verhältnisses. Schüttelst du dieses Rezept aus dem Ärmel oder hast du die Zutaten abgewogen? Nee, ich habe es schon ein bisschen teilweise abgemessen. Ein bisschen teilweise. Also die Sahne und die Milch habe ich abgemessen und den, okay. Den Rest jetzt so ein bisschen. Gut, ein Ei bleibt ein Ei, das muss man noch aufschlagen. Und die Stärke. Stärke hast du? Ja, so 2-3 Teelöffel. Nach Gefühl. Ja. Und jetzt kommt das da rein, wird zusammen aufgekocht und dann ist er eigentlich fast schon fertig, der Pudding. Mein Vanillepudding ist jetzt vielleicht nicht das schwerste Dessert, aber ich denke, das kann ein emotionales Dessert sein, weil es ist halt was, was jeder von uns kennt. Also gut, dann lass mich noch einen Blick auf deine Frikadellen werfen. Wo sind die? Im Ofen. Oh, wie viel hast du denn gemacht? 2. Oh. Schlechte Karte. Oh. Oh, die sehen aber. Also aussehen tun sie super, aber ich darf dir Folgendes sagen, Jana. Hm? Die sind noch roh. Ja. Darf ich bisschen höher stellen? Dich bitten. Oder was? Oder ich mach's für dich. Ja, gerne. Gas zu geben hier? Mhm. Da müssen wir noch ein Auge drauf haben. Ja. Estragon-Senf-Soße. Mhm. Wo ist die? Die steht da hinten. Du willst aber nicht hier hinten anrichten, oder? Nee, ich habe das nur erstmal zur Seite geschafft. Was ist alles drin? Honig, Senf, Creme fraiche, Estragon, Salz und Pfeffer. Estragon-Senf-Soße wäre natürlich toll, wenn das auf einer Hollandaise-Basis gemacht wird. Weil es ist halt eine extrem fluffige Soße. Und da darf schon ein bisschen Estragon rein. Ich persönlich mag es. Creme-Fraiche-Basis? Hm? Das ist eher wie so ein Dip eigentlich, ja. Gut abgeschmeckt ist die. Ich finde das mit dem Estragon ganz witzig. Speichel, also Salz ist genug da. Du hast Soße auf die Speisekarte geschrieben, ne? Mhm. Ist eine kalte Soße. Ja. Ich hoffe, dass der Robin heute nicht so kleinlich ist, ne?
Ja. Nicht, dass der irgendwie so denkt, es ist eine warme, gekochte Soße. Müssen wir mal im Auge behalten. Mhm. Aber ansonsten bist du Tutti. Ja, also der Salat fehlt noch. Aber der Salat? Mhm. Der Orangensalat. Ja, ja, da hast du ja noch Zeit. Tu mir mal einen Gefallen, stell mal nebenher auf kleine Flamme noch eine Bratpfanne auf. Mhm. Falls die Frikadellen es nicht schaffen. Apropos Bratpfanne. Jo, der Lachs kommt da jetzt rein. Die ist mir knallheiß. Das wäre gut. Ja, du kommst ja mit der Herstellung hier bei uns blind zurecht mittlerweile. Ja, ist easy. Also, easy. Ich mach mal eine an, mach ich andere an. Und irgendwann treffe ich die richtige. Glaube ich. Oh. Ja. Mir ist der Apfel noch dermaßen am Brennen mit dir. Echt wahr. Ist heftig, ne? Was machst du hier? Jetzt kommt der Lachs in die Pfanne. Jawohl. Genau. Also, eingelegt ist er mit Honig und Pimenta la Vera. Genau. Limette ist da noch drin. Ist da auch Salz im Spiel schon? Scheiße, ich wollte noch schneiden. Was ist denn passiert? Ich wollte den noch schneiden, was ist viel zu groß. Ist er mit Salz gewürzt? Ja, sicher. Ich war mir nur nicht sicher, ob du meine Frage verstanden hast. Salz habe ich dran gemacht. Okay. Man sagt da immer, jetzt muss ich mal überlegen, Fisch sollte man ja salzen. Säubern, salzen, säuern, ne? Das hat man gemacht 1974, als es noch nicht so moderne Kühlschränke gab und die Lieferwege noch nicht so gut waren wie heute. Du hast ja hier wirklich auch einen Prachtlachs im wahrsten Sinne des Wortes. Jawohl, den habe ich mal im Restaurant gegessen. Das ist Zockei-Lachs. Das ist ein Wildlachs und der ist geschmacklich so weit vorne. Und was wolltest du an dieser Stelle gerne noch erwähnen? Bitte schau mal kurz in die drei und grüße bitte unsere ganz, ganz, ganz tolle Regie. Nein? Die kannst du auch grüßen. Kannst du auch grüßen. Die Mädels und Jungs, die hier immer die Lebensmittel für uns bevorraten. Ja. Unsere Ausstattung. Mega. Die besorgen die besten Produkte, damit ihr euch hier austoben könnt. Das muss ich echt sagen, die Produkte sind mega. Hast du jetzt auch. Ne? Auch die Tomaten, wenn du die mal probieren willst, die schmeckt wie eine Tomate. Also wirklich intensiv nach Tomate. Man fragt sich immer, wo holt er das her, ne? Bei dir, Pudding ist fertig? Ja, so ziemlich, der dickt gerade noch ein bisschen an. Also um dir mal die Angst zu nehmen, die du hattest. Ne? Du hast jetzt noch 5 Minuten Zeit für einen Orangensalat. Ja. Das schaffst du. Hast du dein Gemüse lecker abgeschmeckt? Noch nicht abgeschmeckt. Ich hab's nur gerade Salz und Pfeffer dazu. Karamellisiert, das darf ja dann so nicht zu süß werden. Mhm. Aber das ist noch nicht karamellisiert. Das ist noch gar nichts. Nee. Das ist noch, hat doch ganz viel Entwicklungsmöglichkeiten. Ja, da kommst du richtig ins Spiel. Polenta-Plätzchen! Ey, Thomas, bei dir läuft's richtig cool, oder? Ja, ja, ich hoffe. Es geht, also, ja, kommt jetzt noch ein bisschen auf die Sabayone an. Ach so, da war dann losgeht. Und gut, Sabayone. Ja. Läuft doch nicht so gut. Hm? Läuft doch nicht so gut. Wieso? Das Wasser kocht noch nicht. Na, das wird jetzt gehen. Ich hab's gerade aufgesetzt. Ja, kriegen wir hin. Fassen wir mal kurz zusammen. Polenta-Plätzchen und Filet ist da drüben. Filet, Lamm, Rücken, kannst du der Lammlachs. Einmal angucken. Oh, ich würde dir mal empfehlen, einen aufzuschneiden. Habe ich schon gemacht. Und bist du zufrieden? Ja, es ist, ich hoffe, es hat es nicht nachgezogen. Ich habe es extra kalt gestellt. Der beste Tipp wäre, es jetzt aus der Falle rauszunehmen. Mach ich. Und dann Sabayone und zwar mit 180. Ja. Kannst du mir eine Zitrone besorgen? Eine Zitrone kann ich dir besorgen, ja. Die ist mir nämlich eben runtergefallen. Hier, ist eine neue. Danke. Ingwer kommt in den Salat. Hier keine Hitze rein. Kriegst du gleich. Den solltest du sensibler behandeln, als du es jetzt tust. Weil du siehst hier schon mal, ich weiß, an der Seite passiert was, was nicht passieren sollte. Hier rennt, deswegen nehme ich jetzt auch das hier. Ja. Und ich glaube, es ist mir schon warm, ne? Das ist schon heftig. Ich glaube, du solltest irgendwie an einen anderen Ort jetzt gehen mit deiner Pfanne. Das ist gut. Vielleicht ein bisschen Umgebungshitze hat man in so einem Backofen. Das könnte dem Lachs jetzt auch gut tun. Ich merke schon, du bist Profi. Ich freue mich einfach nur, wenn ihr mir zuhört. Und dann konzentriert euch bitte, ihr Lieben, aufs Anrichten. 2 Gerichte sind gefordert. In 35 Minuten. Thomas, du machst das goldrichtig. Ja, es ist schon ein bisschen durch zu, aber ich hoffe, dass ich es noch retten konnte. Wir können jetzt nicht mehr zurückspulen, ne? Nee. Das sieht aber gut aus. Ja, okay. Entschuldigung. Polenta-Plätzchen. Willst du vielleicht noch mal selber nach deinen Frikadellen
gucken und eventuell ja, eine mal aufbrechen, ob die in der Mitte durch ist. Ja. Ansonsten Plan B. Ja. Wenn die Musik spielt, sind es noch zwei. Dann machst du ganz zum Schluss als allerletztes. Ja, guck mal, 2 Minuten. Ja, ich weiß. Ich höre es halt, auch. Ich wollte es als Grundlage. Warum gehst du denn dann nicht hier hin, wo die Flamme an ist? Richte mal dein Hauptgericht an. Jetzt gleich passiert's. Sprich mal auseinander. Ist gut? Ist gut? Ja. Super. Schneller, also noch schneller irgendwie. Mhm. Nimm mal einen Teil raus, ja. Weil das ist zu viel Masse. Hier ist ein schönes Schüttelchen, kann man auch fürs Altfett benutzen. Und Gummi. Alles andere ist fertig? Zucker. Nee, die müssen noch raus hinten, die Leichen. Ja, müssen noch raus. Ich würde ja gerne. Guck mal, hier habe ich hier eine hingestellt. Das ist toll, danke. Oh, die schmecken aber leider geil. Jana, super. Tim, auch super. 2.0. Wo ist die Gesenkstrache? Lammfilet mit Rahmwursing, Leipziger Leiche als Dessert. Wirklich ein gut gewähltes Gericht, wenn das gut gemacht ist, könnte das was werden. Bei den Kalbsfrikadellen, natürlich klingt das einfach, aber auch das könnte gut sein. Wir lassen uns alle überraschen. 6 Gerichte, 3 Hauptgänge und 3 Desserts haben es geschafft. Und der Erfinder der 2.0-Philosophie, Tim, jawohl. Wie ist es gelaufen? Ich muss sagen, Zeit war sehr, sehr knapp und der Lachs ist noch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und die Schwarzwälder Kirsch 2.0, die ist auch noch nicht so, weil die ist, jetzt müsste ein bisschen abkühlen, damit dieser Knusper-Effekt ein bisschen mehr kommt. Und die Nocke ist alles, aber keine Nocke. Delage mit E, wie ist sie geworden? Ich hoffe gut. Ja, man sieht es mir ja an, ich bin ganz schön abgekämpft, aber Lerche ist, hoffe ich, gut. Aber Jone, hoffe ich, dass es auch ein bisschen schmeckt. Die Filets sind ein bisschen zu weit durch und vielleicht der Würsing ein bisschen zu trocken zu den Plätzchen. Vielleicht noch ein bisschen mehr Soße, aber ging dann zum Schluss nicht besser. Aber so ist okay, Zeit war eng und knapp. Jana, hat es alles so geklappt, wie du es dir vorgestellt hast heute? Also anrichten war jetzt eine ziemliche Katastrophe. paar Details irgendwie, die jetzt vielleicht nicht so perfekt geworden sind. Aber ich glaube, insgesamt ist es ganz okay. Ich fühle mich heute wie Batman und deshalb kommt jetzt Robin. Herzlich willkommen, Robin Peach. Batman. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Batman und Robin. Ja, so ein bisschen fühle ich mich so heute. So, schauen wir hier gleich mal als erstes durch. Zwecks dem Gargrad. Fangen wir beim Lammlachs mit Rahmwürsing und Polenta-Plätzchen an, als kleines Dessert. Leipziger Lerche mit Sabayone. Mit Absicht, muss ja gut gegart sein. Und wenn man hier als erstes drauf guckt, das ist es auf jeden Fall. Schneiden wir den Lamm mal schnell an. Mmh.
gibt's nicht viel zu sagen. Gut gegart, ist zart, gut abgeschmeckt, gut gewürzt. Lamm ist. Ja, immerhin. Lecker. Ich wusste ja nun schon, dass es dieses Gericht gibt oder diese beiden Gerichte. Und darf von vornherein schon mal sagen, also wer sich das hat einfallen lassen, ich finde das klasse in der kurzen Zeit zu sagen, ich brate ein Stück auf den richtigen Punkt, der Rahmwürsing dazu, Polenta noch dazu zu machen, Leipziger Lerche mit Sabayone noch dazu. Ich habe nicht nur Koch, sondern Konditor gelernt und weiß genau, was das heißt. Und ich musste schon so viele Tonnen davon in meiner Ausbildung machen. Und das ist eigentlich nicht einfach. Also hier hat sich jemand selbst einen vorgelegt. Das ist... Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so, ne? Polenta-Plätzchen, Rahmwürsing, der Lammlachs. Die Plätzchen sind wirklich richtig kross gebraten. Wenn man es hört, die sind gut abgeschmeckt. Beim Rahmwürsing hat auch jemand keine Angst gehabt, irgendwie zu sagen, so, da gibt es eine ordentliche Handwürze und Geschmack dran. Man hätte das Ganze vielleicht ein kleines bisschen schöner anrichten können. Und die hätten auch zwei Plätzchen für mich gereicht. Aber grundsätzlich geschmacklich einwandfrei. Wirklich einwandfrei. Schon mal gut. Naja, man darf sich auch mal vollkleckern, oder? So, kommen wir zur Leipziger Lerche. Das finde ich ja wirklich cool, dass man sich hier hinstellt und sich das traut. Ich mache die jetzt mal auf. Zack, hier in der Mitte. Ich meine, auf die kurze Zeit, das zu backen, das ist Chapeau. Ganz, ganz ehrlich. Also. Auch bei der Sabayone. Ich meine, das ist extremst schwierig, dass man ja da aufpasst, dass sie halt nicht abgeht oder dass sie sich dolle groß trennt. Passiert hier nicht, ist ein bisschen schaumig, so wie das sein soll. Hier knusprig, lauwarm, die Füllung schmeckt lecker. Das Einzige, was mir so ein bisschen fehlt, ich kenne das, dass man die Leipziger Lerche zum Schluss noch mal so ein bisschen lackiert mit Marmelade. Das wäre aber, wie gesagt, ich sag ja auch, in der kurzen Zeit, 35 Minuten, Hut ab. So, machen wir beim honiglasierten Lachs weiter mit Avocado-Mango-Salsa. Und hier als Dessert Schwarzwälder Kirsch 2.0. Kennst du, ne? Erklär du es mir bitte nochmal. Ich kenne den Erfinder von 2.0. Das dauert jetzt aber zu lange. Also 2.0, auseinander und wieder zusammen, oder? So ähnlich, so ähnlich. Der Fisch, ich drehe mir das hier einmal um. Ja, auch beim Lachs ist natürlich wichtig, dass der nicht trocken gegart ist. Der stand jetzt schon ein paar Sekunden, aber trotz dessen, der fällt einfach auseinander. Ist immer noch so glasig in der Mitte, wie ich mir das vorstelle. Und da muss keine Angst haben. Ich meine, wir essen auch alle Sushi. Wenn Fisch in der Mitte ein bisschen roh ist, ist das eigentlich perfekt. Es ist gut gebraten. Ich hätte mir jetzt so ein bisschen, wenn das mit Honig glasiert ist, die, ja, so ein bisschen die Süße, die Würze grundsätzlich, da im Gegensatz zu dem vorherigen Gericht, fehlt mir ein kleines bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Und gerade wenn es glasiert ist, eigentlich mit Honig, sollte das auch ein bisschen süßlich schmecken. Das ist hier irgendwie nicht der Fall.
Avocado-Mandosalat hingegen, ja, ist Salsa, ist wieder gut abgeschmeckt. Wenn man das beides zusammen auf eine Gabel nimmt, passt das. Wir lassen das mal so stehen. Ich komme da gleich nochmal zu. So, Schwarzwälder Kirsch 2.0. Ich sag doch, einmal auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt. Naja, 2.0 kann auch immer was extrem Kreatives sein. Manchmal aber auch nicht. Das schmeckt für mich hier unten drunter wie ein bisschen geröstetes Schwarzbrot, würde ich sagen. Wo ich jetzt gedacht hätte, das ist ein dunkel gebackener Kuchenteig. So wie ich stelle mir eine Schwarzwälder Kirschtorte vor. Schöne Creme mit Kirschwasser drin, gut angemachte Kirschen, was sie auf jeden Fall sind. Mhm. Also ich sag hier ganz, ganz ehrlich, ohne das Böse zu meinen, für mich passt das nicht so super zusammen. Ich finde es super, wenn man versucht, Sachen neu zu interpretieren, deswegen auch 2.0-Geschichte, dann müssen sie aber echt auf die Faust sein. Und das ist ein guter Versuch. Man kann vielleicht noch ein bisschen mehr dran rumtüfteln. Okay. So, das lassen wir mal so stehen. Okay. Kalbsfrikadellen mit karamellisiertem Wurzelgemüse und Estragon-Senfsoße. Dazu Vanillepudding mit Orangensalat. Fangen wir mit der Frikadelle hier auch an. Frikadelle, das hört sich immer so einfach an. Aber auch eine Frikadelle ist, finde ich, gar nicht so einfach zu machen, wenn sie zum Schluss schön fluffig sein, oder sie kann halt fluffig sein. Das ist so vom Anschnitt her für mich eine perfekte Frikadelle. Vom Geschmack her, die ist nicht trocken. Und dann zusammen mit der Estragon-Senfsoße, auch wenn es einfach irgendwie ist, geschmacklich super, super lecker. Stimmt. So. Wurzelgemüse schön angeröstet. Das ist für mich halt so ein bisschen karamellisiert, wie es draufsteht, weil da schmeckt man die Süße. Das ist gut abgeschmeckt. Hier ist schön die Schärfe mit drin von dem Senf. Die Frikadelle ist super gemacht. Nicht zu viel Estragon, nicht zu viel Senf. Also es ist ausbalanciert, ganz einfach. Also echt gut gemacht. So. Das ist eine gute Portion hier. Ein schöner Vanillepudding. Und das am besten noch von Oma. Und ich möchte behaupten, es ist ein klassischer Vanillepudding, der so ein Gefühl wieder rausruft. Also manchmal sind es einfach die einfachen Gerichte, die halt super lecker schmecken. Und es braucht nicht viel. So, was haben wir hier noch drauf? Ich will erstmal die Orangenscheibe. Gut, bei dem Salat, das hätte ich mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt. Das hätte man vielleicht klein schneiden können, die Pistazien hätte man klein machen können. Also wer auch immer das gemacht hat, da können wir ein bisschen filigraner sein. Jetzt, das wird eine Aufgabe hier. So, jetzt bist du durch, ne? Ja, fangen wir noch mal von ganz vorne an. Lammlachs mit Rahmwürsing, Polenta-Plätzchen, Leipziger Lerche mit Sabayone. Bisschen anders angerichtet, Klugscheißer-Tipps. Bisschen anders angerichtet, vom Geschmack. Super gebraten, super gewürzt. Vielleicht
weniger Polenta-Plätzchen hätten es völlig gemacht, Leipziger Leichen, als es ja hier zu machen, in der Kurz, die man eh schon eine kurze Zeit hat. Man muss zwei Sachen machen. Chapeau, ist für mich heute. Thomas Neumann, Tagessieger! Gratuliere! Super gemacht! Honiglasierter Lachs mit Avocado-Mango-Salsa, Schwarzwälder Kirsch 2.0. Lachs gut gebraten, man hätte halt ein bisschen mehr würzen können. Das tut meist nie weh. Schwarzwälder Kirsch 2.0. Ich meine, nicht jedes Auto fährt auch gleich auf der Straße, es gibt immer ein paar Prototypen. Und genau so würde ich bei dem Dessert sagen. Ich finde kreative Köche grandios. Das gehört zu unserem Handwerk einfach mit dazu. Geschmacklich, die Kirschen sind super. Ja, ich würde so die Sahne-Creme, die oben drauf ist, das passt auch. Mir persönlich ist es auch ein bisschen zu viel Schwarzbrot, was hier ist. Und der Geschmack zusammen, also da sollte man in der Küche noch mal ein bisschen tüfteln. Ja, das sagte ich ja schon. Kalbsfrikadellen, das ist wieder so ein Herzensgericht. Frikadellen super gemacht. Man hat auch noch ein paar frische Kräuter mit eingearbeitet. Passt hervorragend mit der Estragon-Senfsoße zusammen. Gemüse einkaramellisiert, das schmeckt man halt auch. Das ist gut abgeschmeckt. Okay, hier sehe ich jetzt mal über den Orangensalat hinweg. Auch da hätte man tatsächlich ein bisschen feiner arbeiten können. Das vielleicht ein bisschen schicker anrichten können. Der Vanillepudding. Gut, ich mach's ganz schnell. Okay, die Kalbsfrikadellen sind für mich weiter. Uiuiuiui, da war's dann heute mal eine enge Kiste. Und ich bin sehr froh und glücklich und dankbar darüber, dass Sie ihn auch kennengelernt haben. Leider ist er ausgeschieden. Der Erfinder der 2.0-Gerichte, ein toller Kandidat. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Nachmittag nach Hause. Schauen Sie morgen wieder rein beim Finale für heute. Ciao mit Au!